Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt iZombie. Jo, ich denke mal, ein nettes kleines Spielchen für zwischendurch habe ich hier auf Xbox Live entdeckt und habe mal gedacht, komm, das zocken wir mal an. Publisher hat dem Ganzen auch zugestimmt, wunderschön, und dann können wir ein bisschen loslegen. Ist eine ganz spaßige Sache. Hallo, was geht da bei mir vor der Tür ab? Keine Ahnung. Jo, Witcher und so weiter ist ja jetzt alles beendet, der ganze Kram. Es werden neue Projekte natürlich bei mir auch erscheinen, die mehr im Interessensgebiet meiner Zuschauer liegen, ganz klar. Das nur so ganz kurz vorweg, bevor ich hier aufs Spiel eingehe. Also wie gesagt, es wird noch, werden auch noch andere Projekte kommen, Skyrim und so weiter, wenn es nicht schon gestartet hat und so weiter. Ich dachte mir nur, oder ich muss es andersrum erklären, ich bin gerade dabei, meinen Kanal so ein bisschen zu optimieren, die alten Bilder zu bearbeiten und so weiter, um euch da ein bisschen ja, mehr zu bieten, eigentlich auch optisch, sage ich mal. Und deswegen kann ich jetzt nicht die riesen Let's Plays starten oder meine ganzen Let's Plays, die schon am Laufen waren, jetzt da beenden. Da kommen überall neue Parts, das verspreche ich euch. Ich werde jedes Let's Play, so wie ich es angefangen habe, auch beenden. Jedes. Ja, und jetzt habe ich mir einfach gedacht, so als kleine Belohnung für zwischendurch für mich, zocke ich einfach mal ein bisschen iZombie. Und das ist auch ein richtig cooles Spiel, auch cool für Achievement-Jäger, denn ich habe hier gestartet und ich zeige euch jetzt einfach mal, um was geht's da. Man ist da so ein kleines, ja, ein kleiner Zombie, der Hunger hat. Ja, und da kann man sich halt bewegen mit dem linken Stick und muss halt so ganz normale Menschen angreifen. Komm her, Hirn, komm, ham. Und dann wird das auch ein Zombie. Genau, und dann kann man in den nächsten Level gehen, das machen wir jetzt. Und dann sieht man schon, wir können selbst jetzt so Zombies halt hier jo, befehligen, die uns dann folgen auf X. Mit A greifen die an und mit B stoppen sie. Es ist der ultimative Burner. Bin ich mal gespannt, wie taktisch tief das Ganze noch wird. Jetzt lassen wir die mal angreifen. Jo, die Soldaten greifen immer die ersten Zombies an. Ja, und hier habe ich schon die ersten Erfolge dann auch bekommen. Jetzt bekomme ich schon wieder einen. Meine Gang. Macht 10 Soldaten zu Zombies. Ja, es geht super schnell. Ich glaube, ich habe schon 150 Achievement-Punkte und habe gespielt. Oh. 200 Achievement-Punkte und habe gespielt 10 Minuten. Verliere einen Zombie. Oh, jetzt haben wir mal einen Zombie verloren. Okay. Also es geht massiv, richtig krass schnell. Ihr seht es ja auch. Ich gehe mal ganz kurz ins Hauptmenü. So viele Level gibt es ja auch gar nicht. So, also hier die 20 und dann hier noch bis 30 und das war's dann schon, glaube ich. Weiß nicht, ob da noch was freigeschaltet wird, keine Ahnung. Und als ich das gesehen habe, ich habe mir das eigentlich runtergeladen, habe gedacht, komm, zockst du mal kurz an, das kannst du dann die Tage irgendwann mal let's playen, wenn du Zeit und Lust hast. Und dann plötzlich habe ich gesehen, oh cool, da, das ist ja gar nicht so riesig, das fand ich in der Situation dann gerade ganz gut. Und deswegen werden wir da mal was versuchen. So, oder werden wir es jetzt durchzocken, denke ich mal, hoffe ich mal. Da unten sieht man auch eine Gesamtzeit, das wird wahrscheinlich dann später addiert. Und dann kann man hier überall seine eigenen Rekorde halt knacken, um dann die Gesamtzeit zu reduzieren. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch einen Erfolg. Wir haben schon 200 Achievement-Punkte zusammen. Also für Achievement-Jäger ist das Spiel hier Bombe. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir mal in Level 2. Jetzt zeige ich euch gerade nur mal absichtlich einen Fail, weil das habe ich auch. Jo, wollte ich hier die Gehirne? Komm her, Hirn. Ja, aber dann knallt der mich ab. Also wenn ich von, die Soldaten werden immer auf mich aufmerksam. Deswegen brauche ich die Zombies praktisch als Schild. So, mehr weiß ich von dem Spiel auch noch nicht. So weit habe ich vorgezockt, das war's. Und ich fand's optisch ansprechend. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt vielleicht für verrückt, aber ich fand's echt optisch ansprechend. Und dachte, komm, so ein geiles Spiel, das musste irgendwie zocken. Da habe ich irgendwie Bock drauf. So, A war Angriff, genau. Seht ihr das? Und da greifen die jetzt einfach sinnlos an. Da kann ich die so praktisch als Schild nutzen. Jetzt hier, dann ist das mein Schild, dass die mich nicht angreifen. So, bam. Genau. Ah, die heilen sich dann auch mit einer gewissen Zeit. Dann ist es auch sinnvoll, ja, die auch ein bisschen zu schützen, vielleicht so vorzuschicken oder so. Nein, Angriff! Ja, ja, war super. Clever, wie ich es gemacht habe. Ja, und jetzt gehen wir mal in den nächsten Level. Jetzt gucken wir uns die Sache mal an. Wo bin ich denn? Ah, da oben. Okay. Da laufen sie weg. Oh, oh, ich glaube, das war schon ein Fehler, oder? Nein, nein. So, und jetzt in die Ecke jagen. Juhu, genau. Ich mag Hirne. Kleine, kranke Hirne. Das ist so schwer behindert. Nein. So, irgendwie klappt's ja. Lassen wir sie kurz heilen. Ja, und das sind die Professoren. Professorenhirne. Ah, nein! Ah.
Professoren, schlaue Hirne. Oh, bin ich so intelligent jetzt? Oh, nur 2 Sterne. Das ist bitter. Ja, gehen wir mal in den nächsten Level. So, ziehen wir die Sache jetzt da durch. So, wir müssen mal... wo muss ich hin? Was soll ich denn machen? Ah, muss ich ja praktisch jemanden überraschen, wenn er um die Ecke biegt, oder was? Way, so. Genau. Oh, das war knapp. Oh, ich bin massiv angeschlagen, heile mich aber. So, bam. Jetzt habe ich den sozusagen gerettet, genau. Weil ich ihn kurz vorgeschickt habe, habt ihr das gesehen? Da war der kurz angeballert worden. Jetzt können wir es wieder so machen. Also, oder so, nein. Oh, Gott sei Dank. Komm, das waren 3 Sterne, jawohl. Sehr schön. Nächster Level. Das ist doch absolut sinnfrei, oder? Ja, der wird da oben geschützt. Den holen wir uns jetzt. So, und greif an, Zombie. Hol dir das Hirn. Ich fand das Spielprinzip irgendwie total erfrischend, als ich das gesehen habe. Ja, man muss die praktisch so ein bisschen abwechselnd vorschicken, um dann praktisch auch jemanden heilen oder sie heilen zu lassen. Ja, halt ein bisschen in Wellen arbeiten sozusagen. Wir gehen jetzt oben auf den Soldat. Ich denke, das ist das Sinnvollste. Ah, nein, was mache ich da? Jo. Niederlage. Ja, das war absolut sinnfrei. Konso frisst Hirne. So, das war schon immer klar, dass ich Hirne fresse. Absolut. Hat was schon von Dschungelcamp, das Ganze hier. So. Ich fand's wirklich, wie gesagt, ganz cool. So für zwischen. Was mache ich dann? Bin ich komplett hirnlos? Ich fresse doch die ganze Zeit Hirne. Da kann man doch nicht so einen Blödsinn machen. Oh Mann. Warum schicke ich denn einfach die Zombies vor? Bin ich komplett bescheuert? Ja, ich will da unbedingt optimal spielen, warum auch immer. Macht gar keinen Sinn. So, und jetzt holen wir uns den. Schnapp die neuig, meine Freunde, und dann wirken wir mit, genau. So, jetzt warte ich auch ganz kurz ab und dann schicke ich da nach vorne. Nein, nach vorne. Oh, dann werde ich auch langsam. Das macht es halt auch absolut sinnlos. Ich darf natürlich nicht langsam werden. So, und jetzt ist natürlich das Problem, die Zombies sind abgelenkt, wenn die da angreifen. Ich muss aber die Zombies... Ja, ich lasse die einfach angreifen, weil die holen sich praktisch die Soldaten. Genau. Seht ihr, die raschen da jetzt einfach durch. Hunger. Ja, das war doch ganz gut. Aber es kommt schon noch ein bisschen tiefer auf. Sehr geil. Oh nein, der Forscher arbeitet an einer extra starken Anti-Zombie-Drücke A. Jo. Du musst ihn so schnell wie möglich infizieren. Och du Scheiße, jetzt wird das noch schwerer. Pass auf seine Wachen auf, sie sind sehr gefährlich. Meide sie unter allen Umständen. Jo, der A-Button ist ein bisschen schlecht positioniert. So, was ist jetzt mit Anti-Zombie-Bombe oder was war das? Meide die Soldaten, die sind mega stark. Okay, anscheinend. Jo, die sind stark. Oh Gott. Wir müssen stealthen. Ein Stealth-Zombie! Jo. Das ist mein ganz großes, starkes Stealthen. Oh nee. Habe ich das Spielprinzip gelobt? Ich hasse das Spielprinzip. Bleib ganz locker. Nein. Nein. Nein, der kommt. Die kommen. Nein. So, ich bin ein schlaues Zombie-Ding. Schlaues Zombie-Ding. Lauf. Lauf, schlaues Zombie-Ding. Wie mache ich denn das hier? Der kommt doch direkt zurück. Was soll ich denn machen? Wollen die mich verarschen? Hä? Bin ich gerade absolut bescheuert? Wie soll denn das gehen? Ah, hier ist der Weg ganz kurz. Seht ihr das? Vielleicht deswegen. Wenn ich mich hier hinstelle, hier kann ich ihn vielleicht schnappen. Wäre jetzt so meine Theorie. Was soll ich denn machen, ey? Ich will hier unten vorbei. Ich will doch nur vorbei. Ich will doch nur vorbei. warten wir mal kurz ab. Gucken wir uns mal die Laufwege an. Achso, vielleicht kommt der näher hier ran. Oder ich kann ihn hier schnappen. Nö, kann ich nicht. So, Soldat. Gehe ich jetzt vielleicht. Genau, jetzt habe ich einen längeren Anlauf. Vielleicht schaffe ich es dann. Gib Gas, Zombie. Zombie. Gut, das hat schon mal geklappt. Und jetzt können wir hier runter, oder was? Sehe ich das so richtig? Genau. Zombie. So, und was ist jetzt mit dem? Achso, das war's schon. Und wir müssen den einfach nur killen in einer gewissen Zeit, oder was? Jo, anscheinend. Was weiß ich. Ich konnte es ja nicht lesen, was da los ist. Hier ist wieder... Ne, die haben normale Bewaffnung, wenn ich das richtig sehe, ne? Normale Bewaffnung ist gut, dann schnappen wir uns nämlich mal gerade hier oben den ersten. So ist es. Sehr geil.
So, dann gehen wir so durch und schnappen uns hier die Leute. Komm her, Zombie-Kollege, und greif an. Genau, sehr schön. Nein, 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 nein. Kommt her, kommt her. Ach Mist, jetzt haben wir einen verloren. Schaffen wir das, da durchzukommen? Ist die große Frage. Ich glaube, ich bin den falschen Weg gegangen, oder? Es wäre, glaube ich... Oh, es geht. Naja, so geht's auch. Wunderschön. Zombies. Ich fand das Spielprinzip, wie gesagt, sehr erfrischend. Irgendwie mal anders und keine Ahnung. Das Spiel, achso, das habe ich eben ganz vergessen zu erzählen. Ich glaube, für PlayStation und Xbox und Handy und so weiter ist das Spiel verfügbar. Also für all möglichen Arten, das Spiel zu spielen, wird es da eine Möglichkeit geben. Ich werde es in die Beschreibung packen, könnt ihr reingucken. Jo, also für was es das Spiel gibt und so. So, und da würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz ins Hauptmenü. Ja, da haben wir doch schon die ersten 7 Level abgeschlossen. Würde ich sagen, lassen wir das für heute. Und dann gucke ich mal an. Ich sag's ja, mein Gehirn ist auch schon weg. Irgendein Zombie knabbert da an meinem Rücken. Ein Zombie. Jo, ne, ich fand's irgendwie sehr erfrischend und, jo, gucke ich mal die Aufnahme an, dass das alles so geklappt hat. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Wie gesagt, werden wahrscheinlich 4-5 Parts werden, wahrscheinlich nicht viel mehr, schätze ich mal, keine Ahnung. Jo, und für zwischendurch vielleicht mal eine ganz witzige Sache. Ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.